zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute der letzte der 5 neuen Simba-Toys Dinosaurier, die hier für unter 10 Euro zu haben sind. Und ich habe hier den Dilophosaurus im Jurassic World Design. Großartig, mit den beiden Hautsegeln links und rechts vom Kopf. Und auch das ist eine schöne, große Figur. Ihr wisst, normalerweise Dilophosaurus, die Hautsegel, das ist eine Erfindung aus Hollywood. Ja, der richtige Dinosaurier hat das nicht. Dilophosaurus heißt Zweikammechse. Den Namen hat er den zwei Hornplatten auf dem Kopf zu verdanken. Er lebte vor ca. 199 bis 175 Millionen Jahren zur Zeit der Unterjura im heutigen Südwesten der USA und Eurasien. Man vermutet mehrere Vertreter dieser Gattung, welche eine durchschnittliche Länge von ca. 6 Metern erreichte und um die 500 Kilogramm wog. Er war eher lang und schlank gebaut und somit vermutlich ein flinker Jäger. Die Knochenkämme auf seinem Kopf waren vermutlich auffällig gefärbt und dienten zur Balz- oder Imponiergehabe, sprich Rangbehauptung, unter den Männchen. Ja, bei diesem Modell haben sie die Hornplatten jetzt nicht irgendwie auffällig bemalt. Dafür seht ihr hier die mehr als auffälligen Hautsegel, die Halssegel, die hier abspreizt und die man auch ein bisschen bewegen kann. Ja, auch der Unterkiefer ist hier beweglich. Wir haben hier also auch ja einen gewissen Actionanteil. Die Beine und die Arme sind in diesem Fall aus einem Guss, die kann man nicht bewegen. Na, dann lasst uns mal dieses wirklich spektakuläre Teil aus der Nähe betrachten. Ja, und auch diese Figur hat wieder einen Anhänger mit einem Gummi befestigt und hier einen Blister, damit es die Beine nicht verzieht bei der Auslieferung. Finde ich sehr gut. Werde ich hier mal kurz wegmachen. So, und selbstverständlich auch noch diesen Anhänger hier. Alles klar. Übrigens, sehr interessant, das Vieh heißt hier Dilophosaurus, ja? Und auch im Online-Shop, wenn ihr es bestellt, nicht nach Dilophosaurus suchen, sondern Dilophosaurus, also heftiger Schreibfehler oder halt ein Fantasy-Name für einen Fantasy-Saurier, okay? Ansonsten hier nur Warnhinweise, kein Wissen to go, wie ich es euch eben ein bisschen erzählt habe zum realen Tier. Er kann stehen, schaut es euch an, stützt sich auch nicht auf seinem Schwanz auf, sondern er steht auf seinen beiden Beinen. Das Ding hier ist wieder aus einem Soft-Plastik, ja, ist kein Gummi, ist massiv gegossen. Es fühlt sich gut an, auch hier kann man wieder sagen, viel Dinosaurier für wenig Geld, denn die Preise bewegen sich hier zwischen 7 und 10 Euro. Normalerweise werden sie momentan für 9,99 verkauft, hier und da kriegt das aber auch unter Umständen ein bisschen günstiger, ne? Aber ihr solltet schon schauen, dass ihr den von Simba kriegt. Es gibt auch hiervon natürlich einige Versionen, die aber in Größe und Beschaffenheit nicht an dieses Modell hier drankommen. Ja? Also der Kopf, wie schon gesagt, die Hautsegel, sehr spektakulär. Ihr könnt den Kiefer bewegen, ihr könnt ihn schließen, ihr könnt ihn öffnen. Das ist möglich. Übrigens, man hat hier auch auf die typische Kieferform geachtet, was mir sehr gut gefällt. Okay? Ja, die Hautsegel kann man ein bisschen bewegen. Da ist ein Gelenk dran. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, ja, aber man kann jetzt die Hautsegel nicht komplett anklappen, also sprich an den Hals anlegen, das ist nicht möglich. Ihr könnt hier nur ein bisschen so wackeln, mehr ist es nicht. Das ist ja sehr einfach, sehr billig. Ich meine, das ganze Vieh ist billig, ja, aber das könnt ihr auf jeden Fall machen, plus den Kiefer halt so aufstellen, so weit öffnen, das ist übrigens das Maximum, wie es euch gefällt, okay? Das sind die Actionanteilen an diesem Dinosaurier. Die Arme, wie schon gesagt, stehen fest. Was mir sehr gut gefällt, keine typische Bunny, also Einkaufswagen-Schiebhaltung, ne? Sie stehen ein bisschen schräg, das ist sehr gut gemacht. Die ganze Pose, die Proportionen gefallen mir hier außerordentlich gut. Er ist recht gut genährt. Eigentlich hätte er ein bisschen schlanker sein müssen, aber komm, egal, er hat hier ein tolles Muster bekommen. Und das bei einer unter 10 Euro Figur in der Größe, das ist der Knaller. Apropos Größe, unser Dilofo hat hier am Hautsegel gemessen eine Höhe von 19,7 Zentimeter hier vorne. Nee, wird es nicht höher. Also fast 20 Zentimeter hoch und wir haben hier eine Länge, wenn ich einfach hier mal so quer messe, von 26,5 Zentimeter, würde ich mal sagen. Wenn ich einfach hier so über den Rücken messe, kommen wir hier auf 28,5. Ja, also eine tolle Größe. Ne? Wir beginnen hier wieder mit dem Kopf, würde ich mal sagen. Die Zähne haben sie in diesem Fall tatsächlich
gelb bemalt, den Rachenraum in einem dunklen Braun, ja, also kein Weinrot oder sowas, eher ein dunkles Braun. Das Gelb der Zähne stört mich hier wirklich nicht. Die roten Augen tun ihr Übriges. Das ist natürlich immer, ja, ganz schräg, wenn man Augen von Dinos rot bemalt. Ne, sieht immer so aus wie so eine billige Kirmes-Variante, aber zu diesem Dilophobe passt es eigentlich schon sehr gut, ja. Auch die Struktur, die Schuppen, die man hier sehen kann am Kopf, das gefällt mir recht gut. Sie haben hier so ein dunkles Olivgrün, würde ich mal sagen, genommen. Ja, und das zieht sich hier über die obere Hälfte des Kopfes. Hier schön die Schuppen zu erkennen. Die Hornplatten haben auch noch eine Struktur bekommen, was ich sehr gut finde. Sie stehen auch schön auseinander. Der ganze Kopf, wie schon gesagt, in diesem dunklen Oliv bemalt. Die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer hat auch dieses Braun bekommen. Die Zunge steht hier ein bisschen hoch, auch klasse, ja, sehr gut. Dann haben wir hier einen Verlauf in dieses, ja, Beige, würde ich mal sagen, ne? Das ist die Gussfarbe von diesem Dilophobe. Auch hier unten dieses Kiefergelenk kann man anschauen. Die Montage ist absolut okay. Also der Kiefer wackelt hier nicht lose rum. Ihr könnt es tatsächlich so ein bisschen einrasten lassen. Ja, auch hier noch ein paar nette Schuppen zu sehen. Auf der Seite ist man mit dem Oliv bis nach unten gegangen. Ne, bisschen ungleichmäßig bemalt. Aber schaut euch nochmal diesen Knochenhöcker hier oben an. Wirklich lohnenswert, gefällt mir gut. Auch dieses leicht abgeteilte hinterm Auge. Ja, so eine leichte Spitze, die da noch nach hinten steht. Also man hat sich schon ein bisschen Mühe gemacht mit diesem Dinosaurier. Da kannst du nichts sagen. Die Hautsegel. Ja, auch sehr grell bemalt, gelb mit diesem roten Muster. Zum Rand wird es dann eher wieder braun oder olivfarben. Ist auch nicht gerade, sondern ist leicht gewellt. Dieses schuppige, ledrige wurde hier sehr deutlich, sehr krass herausgearbeitet. Schön auch, wie das Ding am Rand aufhört, ja. So lauter kleine Schuppenplättchen, in das das hier ausläuft, ja. Also auch das ist wirklich sehr reizvoll. Das Muster entsprechend halt der filmischen Vorlage etwas angepasst. Aber sieht schon echt spektakulär aus. Die Farben passen auch und ich sag ja, hier stören mich nicht mal die roten Augen. Ja? Auch schön, wie die Zähne hier über den Unterkiefer stehen. Also das passt schon. Die Zähne wurden einzeln skulpturiert, wie ihr seht. Sind auch schön spitz für eine Spielzeugfigur. Ja? Der Kopf nicht mal zu breit. Also ich finde, das kann man alles anschauen. Ne? So, die Rückseite der Segel haben sie in der Gussfarbe gelassen, ist ein bisschen helleres Beige, aber auch hier schöne Streifen, die man sehen kann. Ja, also das passt alles, das wirkt alles recht stimmig. Find's toll, dass sie es überhaupt gemacht haben, nicht glatt gelassen und ich sag ja, das Ganze verläuft ein bisschen unruhig. Das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier Rückenstacheln, die hier schon am Hals beginnen, sehr massiv gearbeitet sind. Und darunter seht ihr halt auch wieder dieses Schuppenmuster seiner Haut mit den Falten. Und das Ganze noch mit diesem dunklen Gelb bemalt. Das Muster ist schon wirklich richtig, richtig klasse geworden. Wie aufwendig, Mann. Das findest du nicht mal in hochpreisigeren Figuren. Guck dir das an. Zieht sich bis nach hinten zum Schwanz. Das ist nur gut. Ohne Scheiß, das ist nur gut. Auch wenn wir hier X haben, V-Form, Häkchen etc., aber es passt schon, es passt schon. Man kann das anschauen, ja. Hier ist ein bisschen übertrieben mit dem X. Aber trotz allem, da kannst du nicht meckern. Wir haben hier auch einen schönen Übergang von dem Olivgrün in dieses Beige hier unten rein. Der Bauch ist komplett beige. Die Hände hier vorne haben noch so ein rötliches Braun bekommen. Die Krallen haben sie schwarz bemalt, ja. Dann hier auch noch so ein leichter Sprüher am Hals mit diesem rötlichen Braun. Klasse. Ja, die Hautfalten, klasse gemacht. Ja, schaut euch das an. Richtig, richtig cool, Mensch. Für so billige Figuren, sogar muskulöse Arme, schaut euch das an. Das ist ja der Knaller. Auch die Muskeln hier an den Schenkeln, schön definiert. Kräftige Waden, auch hier dieses dunkle Braun zu sehen, in das die Farbe hier übergeht, ab den Knien. Und die Krallen haben sie ebenfalls schwarz bemalt. Die Afterklaue steht hier ab, ebenfalls die Kralle schwarz bemalt. Auch was die Schuppendetails an den Füßen angeht, sie haben es durchgezogen, ne? Der vogelähnliche Fuß, dann der Übergang in diese Schuppen, nicht mal Fliesenlegerknie, das ist schon absolut okay und wunderbar kräftige Oberschenkel. Ja, und die Falten tun hier ihr Übriges zusammen mit der Farbe,
wirkt das alles sehr harmonisch. Ne? Und dann noch der Farbübergang, der Farbverlauf. Das ist, also ich finde es eine klasse Figur, so einfach wie gemacht ist. Mit sowas hast du Spaß, Mann. Und dann auch noch in der Größe, in der Beschaffenheit. Wie geil ist dieses Vieh hier gemacht, Mann. Ja, auch das Gelb, gut gewählt, passt wunderbar zu diesem Olivgrün. Nicht übertrieben hell oder zitronig, es passt wirklich gut. Haben sie es mit Hand bemalt, haben sie es bedruckt? Eigentlich müsste es bedruckt sein, wenn du es so billig herstellen möchtest, ja. Aber es hat was von Handarbeit irgendwie. Keine Ahnung. Das Ding ist auf jeden Fall klasse. Ich bin hin und weg von dieser Skulptur, ehrlich. Was für ein geiler Spielzeug-Dino, Mann. Für das Geld kannst du überhaupt nichts sagen. Und wie schon gesagt, ist nicht hohl. Ist massiv gegossen. Ist jetzt mit Sicherheit kein hochwertiger Kunststoff, ja. Aber saucool gemacht. Hier unten haben wir natürlich wieder den Simba-Toys-Stempel. Das Ganze made in China. Und hier steht sogar die Lophosaurus drauf, ja. Also sprich, bei der Registrierung, bei der Erfassung haben sie einfach einen Schreibfehler mit reingebracht. Deshalb, wenn ihr das online sucht, gebt mal spaßhalber auch die Lophosaurus ein. Ja, dann werdet ihr ihn vielleicht eher finden als unter die Lophosaurus. Ne? Übrigens, die Füße von unten haben hier auch noch eine leichte Struktur bekommen, was mir gut gefällt, Mensch. Das Ding ist klasse. Schaut ihn euch an. Er steht, er sieht bizarr aus. Die Pose ist klasse, die Möglichkeit mit dem Maul absolut ausreichend, ja, kein Thema. Dass ihr jetzt mit den Hautsägeln nicht großartig wackeln könnt, ist auch nicht schlimm. Er sieht einfach nur gut aus, Mensch. Er sieht einfach nur gut aus, der Dilophosaurus von Simba Toys. Also was für ein geiler Abschluss für diese Serie, oder? Ja, ich stelle hier natürlich nochmal den Giganotosaurus dagegen, ne, damit ihr mal seht, wie riesig der ist. Ja, natürlich auch nochmal den T-Rex, also der Dilofo braucht sich hier wenig Sorgen machen, was die Größe angeht. Ne? Und ich werde natürlich alle 5 Dinos, die ich euch vorgestellt habe, hier nochmal drehen lassen. Dann habt ihr den ultimativen Vergleich. Ja? Also diese Serie mit 5 Dinos von Simba Toys ist der absolute Oberknall. Das ist ein Traum auf dem Grabbeltisch. In den Spielzeugregalen, in der Größe, in der Bemalung ist es absolut nur wonnig. Muss ich euch unbedingt vorstellen, ich finde es großartig. Ich kann es nur noch mal sagen. Preis-Leistung kannst du überhaupt nicht meckern. Das stimmt bei diesen Figuren. Ihr kriegt bunte, ihr kriegt aufwendig bemalte Dinosaurier. Jeder macht Spaß. Mit jedem kannst du spielen, Spaß haben, aufstellen oder repainten oder was auch immer. Die Dinger sind geil, Mann. Ja, man kann es nicht mit namhaften Herstellern vergleichen. Das kannst du vergessen. Sind sie deshalb schlechter? Ich meine nein. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt ganz einfach. Ihr kriegt hier teilweise spitzere Zähne als bei den großen Herstellern. Ihr kriegt hier vom Material her auf jeden Fall größere Figuren, massigere Figuren zu dem Preis. Die Hautstruktur, Schuppen etc. Du erwartest bei diesem Preis ganz einfach nicht mehr. Ja, da sieht man auch mal gnädig über irgendwelche seltsamen Augen weg, ja. Aber Herrgott nochmal, guck dir das Muster an. Ist doch der Wahnsinn, Mensch. Und sie haben hier mit beweglichen Kiefern und teilweise beweglichen Armen auch einen gewissen Actionanteil, ne? Müssten sie gar nicht haben, aber ist halt wirklich sehr spektakulär. Okay, na dann würde ich doch sagen, lasse ich den Dilofo hier nochmal in 360 Grad drehen. Ich stelle selbstverständlich auch noch die anderen Figuren mit dazu, dann habt ihr hier den optimalen Figurenvergleich. Ne? Also wenn ihr Spaß habt an Dinosauriern und sie nicht perfekt sein müssen, vom Erscheinungsbild her, von der Struktur, von der Skulptur her, dann könnt ihr mit diesen Dinosauriern, mit allen 5, überhaupt nichts falsch machen. Im Gegenteil, Spaß ohne Ende und kein Frust beim Figurenkauf, denn der Preis für die Größe ist absolut okay. Und übrigens zum Thema Geruch habe ich noch gar nicht angesprochen, überhaupt kein Thema. Ja, die riechen nicht mehr oder weniger als andere Figuren, im Gegenteil, ich finde sie riechen sogar noch weniger, als wenn du andere Figuren von den klassischen Herstellern aus den Tüten rausholst, okay? Das dazu. Gut. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay.